Was geht ab, meine Auftragskiller? Ja, das gute Spiel, worauf alle gewartet haben, also wir haben den 20. Januar, um es mal vorwegzunehmen, ist endlich rausgekommen und wir spielen heute eine Runde Hitman 3. Ja, und wir fangen jetzt mit der Mission an der Spitze der Welt hier an, wie wir das sehen können, und ich glaube, wir sollten für die erste Folge ein bisschen mehr Feeling reinbringen. Ach, so, Sakko an, Accessoire. Ich schwöre euch, am Ende der Aufnahme werden wahrscheinlich hier Risse drin sein. So, jetzt sind wir schön in schwarz gekleidet, Anzug. Schönes Das ist ein T-Shirt, du Depp. Ja, ist ein T-Shirt, okay, ihr habt mich erwischt. Die Fuck You-Mütze. Entschuldigung. F-Sternchen-Sternchen-K-Mütze. Und dann You. Und gehen wir rein. Ich hab einfach auf meinem Controller den Stick gerade abgemacht. Auch nicht schlecht. Providence ruined our lives with the flick of a pen. Today, we return the favor. Happy hunting. Machen wir was sowas von. 12 Sekunden später. Auch nicht schlecht. Hitman 3, neues Spiel, einfach vorbei. Hoppla! Ja, wer kennt's nicht? Einfach so technische Störung. Gerade wenn man die reichen Arschlöcher erledigen will, mögen die wohl gar nicht. Ja, gut. Anfängliche kleine technische Mängel sind jetzt behoben. Und wir werden jetzt den guten Karl Ingram und Markus Duessa killen. What the hell? Bin ich auch froh, dass es nur ein Spiel ist. 47. Come in, 47, do you copy? Ja! Are you in position? Nein! Ein Heißluftballon. Den würde ich ja gern zum Platzen bringen. Ach ja, stimmt, ich habe ja nur Klavierseile und ein Fotohandy. Eine kleine Frage, wie soll ich denn die Leute erledigen? Locked. 47, use your camera and scan the lock, will you? I think I can override the Windows controls from here. Okay. Nicht schlecht! Da soll einer sagen, Smartphones sind nicht gut. Zack. Habt ihr das gesehen? So kann man das machen. Danke. Ich bin gerade hoffentlich gut in Kleidung. So, dann machen wir mal eine Story-Mission. Story-Mission, wie die mächtigen Feiern, wird aktiviert. Was haben wir denn hier? Listen. I want to talk to the partners directly. Make them understand why all of this is happening. And that terminal gives me an idea. Aha. There's a server room near the Sheikh's personal reception. If you can gain access to it, we might be able to recover useful intel from it. We'll have to work together to hack the system, but it's our best shot. Na, dann machen wir das doch, Bruder. Hauen wir die weg. Interagieren Sie mit dem Kartenterminal. Nicht, dass ich Ahnung hätte, aber ich drück da einfach mal drauf. It looks like the staff area could provide you with a viable route to the server. Alles klar, Bruder, ich gehe zum Serverraum. Da oben bewegt sich schon einer. Ja, du wirst dich gleich freuen. One moment. Alright, try this. 4706. Alles klar. Direkt war vertippt am Anfang. There's quite a bit of security here. You ready for some more fresh air, 47? Nein, ehrlich gesagt nicht. And to top it off, they just told us we wouldn't be getting overtime payment, because we just expected to be here. You believe it? Tja, so sind die reichen Arschlöcher, Bruder. So, dann hätte ich ja nicht so, als ob ich eine Idee hätte. So, dann verstecken wir uns beim Spind. Oh nein, der böse Staubsauger ist angegangen. Bruder, nichts gegen dich. Bäm! Hammer, Bruder. So, dann schön verkleiden. Dich stecken wir mal hier rein. Bye, have a great time. Und dann wollen wir unseren Job mal anständig machen. Dr. Pop oder Dr. Poppy? Jetzt verpiss dich doch mal. 6,5 Stunden spät. Ich nehme eine Zero. Endlich, Junge. Ach, der geht gar nicht mehr. Ich bin der böse Kellner. Mit Handwerkzeug. I think I can open that window remotely. Scan the lock with your camera and I'll have a try. Da gibt's so ein Problem. Da sind schon wieder Arschlöcher. Aber die kann ich beide entsorgen. Perfekt. Dann wollen wir mal loslegen. Ich bin der nicht tödliche Handwerker-Kellner des Todes. Bam. Oh, ob das wohl wehgetan hat? Oh, so. Dann wollen wir mal. Zack, direkt mal die stinkende Mülltonne. Nehmen wir mal den Schraubendreher mit. Dann verkleiden wir uns doch mal. Zack, jetzt bin ich der handwerkende Eventwachmann. Ach, ich finde, diese Mütze steht mir einfach ganz gut. Und dieses überdimensionsgröße Funkgerät. Das sollen wir jetzt scannen, ne? Dann nehmen wir unser Fotohandy raus. Reicht ja nicht, dass man ein Smartphone hätte schreiben können, ne? Nein, es muss ein Fotohandy sein. Also, wer hat denn gesagt, dass man als Killer so viel arbeiten muss? Ich fühle mich ja mehr wie so in einem anderen Spiel, wo man mehr klettern muss. Fehlt nur noch der Parkour-Style. Ja, lass mich raten, ich muss wieder scannen, Selfie machen. Oh, schön. Untertauchen als Hausmeister. Schade, falsche Verkleidung. Gehen wir mal hier rein. Dreht meine Schraube rechts oder links rein? Oh, es tut mir schon fast weh. Schraub, ne, komm. Pfeifen verboten! So, verkleiden wir uns jetzt mal als das Wartungspersonal.
So, dich schauen wir natürlich rein. Was haben wir denn hier? Ein Schlüssel? So muss das sein. Findet ihr nicht? Ich bin ein guter Handwerker. Jetzt passt das auch so ein bisschen. Weil ich habe einen Schraubenzieher, ich habe einen Schraubenschlüssel. Und ich habe den Serverraum gefunden. Terminal. So, dann benutzen wir das einfach mal. Hm, eine Kalenderfunktion. We can use this to summon the partners to a fake meeting, 47. All right, I'm no hacker like Olivia, but I think you need to pull one of the racks here to gain access to the terminal. Okay. Alarm! Alarm! Damn it, a silent alarm has been tripped. Security is on its way. Hide, 47. Fuck! Hä? Habe ich hier irgendwelche Schlaggeräusche gehört? Toll! Das ist ja ganz gut gelaufen. Yes, sorry about that, 47. Let's try again, shall we? We'll need a keycard to gain access. Someone in maintenance should have one we can borrow for a spell. Ja, gut. Ich meine, wir haben ja nur Ärger bekommen. So, schleichen wir uns mal da rum. So, und da ich jetzt schlechte Laune habe, kriegst du eine mit dem Schraubenschlüssel. Und. Ist nichts Persönliches, Bruder. Ich brauche nur deine Karte. Zack. Verstecken. Und da ist schon unsere Karte. Bester Teammate ever. Ja, ja. Ich komm, telefonier ruhig. So, jetzt sind wir drin. Weißt du, jetzt kommt da so ein kleiner digitaler Kartenpenis raus, wo ich dann sowas reinhauen kann. Aber vorher nicht. So. Na gut, dann machen wir das mal. So, das machen wir auf jeden Fall aus. Dann machen wir das auf. Und wir machen ein neues Meeting. Good work. The meeting has been booked. Looks like the lounge can be sealed. Gut, ist so, als hätte ich Ahnung davon. I see the partners moving. You should join their meeting. Das ist gut. Cameras are showing a lot of guards up here. They wouldn't suspect one of their own. Das würde ich auch sagen. Vielleicht mal umziehen und entsorgen. Bye, have a great time. Oh, nimm's nicht persönlich. Ich bin der Schraubenzieher des Todes. Jetzt brauchen wir noch eine Waffe. Zack. Ach ja, also ich würde mich sicherer fühlen. Beziehungsweise ich fühle mich jetzt sicher, weil ich eine Waffe habe. Oh, Waffe, du gibst mir ein Gefühl von Sicherheit. So, dann gehen wir mal hier rein. Da ist eine Penthouse-Schlüsselkarte, danke. Greetings. Muss erstmal gucken, dass ich hier irgendwie hochkomme. So, ist jetzt eine Frage. Als guter Auftragskiller muss man sich seinen Weg manchmal suchen. Hm, was esse ich denn zum Mittag? Runter. Oh, Junge, bleib doch nicht so lange da. Was denkst du dir nur gerade? Hm, Döner oder Pizza? Ah, gut. Meine Fresse. Kann man über sowas Unwichtiges nur denken. Zum Wohl. Gut, auf zum Innenhof. Wir sind in Dubai. Alter, diese reichen Arschlöcher, was die hier für einen geilen Scheiß haben. Da denkt man wirklich mal in diesem Himmel. Oh, da sind die beiden. Dann aktivieren wir mal den Sicherheitsraum. Na, Jungs. What's this? Carl? Did you do that? I certainly did not. I have no idea what's going on. Gentlemen. You are the one responsible for all this. Gray, what do you want? Something that has been a long time due. Revenge. 47. Finish it. Alles klar, Boss! Den hast du wohl kommen sehen, hä? Junge. Das hast du verdient. Weg hier. Hey, Kumpel. Gib mir nochmal deine Verkleidung. Ich muss wieder zu Tim, der Techniker, werden. Brechen wir mal das Schloss auf und dann können wir hier weg. Zack. Und putsch. Hey, Bruder. Hiya! So, nochmal verkleiden. Tja, und ich würde sagen, wir nehmen uns jetzt mal hier den wunderschönen Rucksack und hauen ab. Wuhu! That's your winning face. I'd hate to see you lose. Come on. We've got a plane to catch. Na dann. I hope you like the rain, 47. Nein, mag ich nicht, Bruder. Ja, meine guten Freunde, das war's jetzt mit Hitman 3. Mega geil, hat Spaß gemacht. Und lasst dem Video auf jeden Fall eine Bewertung da. Wenn es euch nicht gefallen hat, könnt ihr disliken. Wenn es euch gefallen hat, könnt ihr liken. Und ich würde dann mal sagen, wir sehen uns beim neuen Video.